Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Artan an. Dieser hat über Kaspersky geschrieben, welches er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Kaspersky bietet verschiedene Sicherheitssoftwares an. Von Virenschutz über Passwortmanager bis zu Lösungen für kindergerechtes Internet gibt es alles. Das russische Softwareunternehmen Kaspersky Lab wurde 1997 von Natalia Kaspersky und Yevgeny Kaspersky gegründet, mit Firmenhauptsitz in Moskau. Bekanntheit erlangte das Unternehmen vor allem durch ihre Virenscanner-Software, die auch schon mehrfach Auszeichnungen erhielt für ihre Erkennungsleistung. Kaspersky bietet viele unterschiedliche Lösungen an für verschiedene Verwendungszwecke. Dabei wird zunächst zwischen Privatanwender und Unternehmen unterschieden. Bei Firmen wird nochmals differenziert zwischen Unternehmen bis 50 Arbeitsplätzen, Unternehmen ab 51 Arbeitsplätzen und Unternehmen ab 1000 Arbeitsplätzen, sowie Einzellösungen für besondere Ansprüche. Kaspersky Small Office Security 4 ist die IT-Sicherheitslösung für die kleinen Unternehmen. Die Software wurde speziell für kleine Firmen konzipiert und bietet unter anderem besonderen Schutz vor Malware, erweiterte Sicherheit für Online-Banking, Schutz vor Verlust von Kunden und Unternehmensdaten und Phishing und weiteren Bedrohungen. Für mittelgroße Unternehmen wurde Kaspersky Endpoint Security for Business entwickelt, in verschiedenen Ausführungen: Core, Select, Advanced und Total. Core ist das Basic-Paket und Total ist das rundum sorglos Paket mit gesicherten Mail-Servern und Internet-Gateways. Jede Software hat lediglich den Malware-Schutz sowie die einheitliche Verwaltungskonsole gemeinsam. Was genau die Pakete für Leistungen bieten, kann auf der Internetseite nachgelesen werden, da es hier den Rahmen sprengen würde. Für die größeren Unternehmensklassen gibt es neben der Endpoint Security Lösung noch weitere. Darunter spezielle Programme zum Schutz von Mobilgeräten oder für den Schutz von Daten sowie ein Programm, welches gezielte Hackerangriffe abwehren soll. Für den Privatgebrauch kann man wählen zwischen Lösungen für den Mac, Windows, Android-Geräte oder eine Komplettlösung, die alles in sich vereint. Das Programm Internet Security ist erhältlich für Mac, Windows und Android. Die Leistungen sind die gleichen, nur dass sie eben das Betriebssystem angepasst wurden. Internet Security ist angepasst an das Verhalten von alltäglichen Internetnutzern. Ein wichtiger Punkt von Internet Security ist das Schützen der Privatsphäre. Mit der Anti-Phishing-Engine werden Phishing-Angriffe blockiert und die Identität im Internet bewahrt. Mit Identität sind Kennwörter gemeint, die einem Hackerangriff zu sensiblen Daten einräumen könnten, wie zum Beispiel ein Bankaccount für das Online-Banking. Auch der spezielle Webcam-Schutz sorgt dafür, dass man sich vor seinem Laptop ungestört und unbeobachtet fühlen kann. Internet Security bewahrt außerdem Kinder davor auf, nicht jugendfreie Inhalte zuzugreifen zu können, um sie so vor den Bedrohungen des Internets fernhalten zu können. Das sind nur einige Features des Internet Security Pakets. Für Windows-basierte Computer gibt es neben Internet Security noch das Antivirus 2016 Programm. Wie der Name dort schon verrät, geht es hier vor allem um den Schutz vor schädlicher Software wie Viren, Trojaner, Spyware und Würmer. Ich habe das Total Security Multi-Device System von Kaspersky ausprobiert und möchte dieses daher genauer vorstellen. Wie der Name schon ahnen lässt, handelt es sich bei diesem System um einen Schutz für mehrere Geräte. Genauer gesagt ist es bestimmt für eine bunte Mischung aus Mac, Windows und Android-Geräten, was perfekt für einen größeren Familienhaushalt ist, wo alle unterschiedlichen Geräte täglich benutzt werden. Generell ist Kaspersky dafür zuständig, alle Arten von Bedrohungen, die im Internet lauern, fernzuhalten. Schadsoftware kann man sich so ziemlich überall einhandeln. Oder beim Einkaufen im Internet, beim Öffnen von E-Mails oder beim alltäglichen Surfen im Internet mittels eines üblichen Browsers. Die Sicherheitstechnologien von Kaspersky sind dafür bekannt, dass sie optimal vor auftretenden Bedrohungen schützen. Für die Privatsphäre und den Schutz vor Identitätsdiebstahl sorgt die Anti-Phishing-Engine, von der zuvor schon kurz die Rede war. Außerdem wurde ein zusätzlicher Schutz für das Online-Banking und Shopping eingerichtet, um die mit Online-Finanztransaktionen verbundenen Risiken zu minimieren. Ein spezielles Programm, sicherer Zahlungsverkehr, überprüft zuvor Shopping, Banking und Zahlungswebseiten auf ihre Echtheit und Sicherheit. Wenn man sich auf gefälschten oder betrügerischen Seiten bewegt, warnt das System. Außerdem werden Webseiten schon vorab in einen geschützten Modus aufgerufen. Safe Kids nennt sich das Programm, um das Internet für Kinder sicher zu machen. Das bedeutet, man kann dort bestimmte Seiten blockieren, die unangemessene Inhalte wiedergeben, aber auch den Chatverkehr auf den sozialen Netzwerken überwachen. Diese Funktionen sind anwendbar auf PC, Mac, iPad, iPhone und Android-Geräten. Der Passwortmanager merkt sich alle Kennwörter, die man so im Laufe der Zeit benutzt. Die Passwörter von Webseiten und Apps werden alle synchronisiert, sodass man von jedem Gerät aus darauf zugreifen kann. Für den Passwortmanager braucht man schließlich nicht nur ein Masterpasswort zu merken.
Der Manager kann außerdem starke Kennwörter erstellen. Zur Sicherung von Daten wie Fotos, Videos und Dokumenten dient das lokale sowie ein Online-Backup, wo Kopien abgespeichert werden. Falls nun ein Gerät die Daten aus irgendwelchen Gründen verliert, sei es ein technischer Fehler, so kann man darauf von einem anderen kompatiblen Gerät dennoch wieder zugreifen, ohne irgendwelche Verluste davonzutragen. Aber auch das Gegenteil der Sicherung ist mit Kaspersky möglich, und zwar die vollständige Löschung. Wenn man eine Datei normal löscht und den Papierkorb leert, so ist sie dennoch wiederherstellbar für den Experten. Mit Kaspersky gibt es eine Funktion, die eine Datei wirklich komplett vernichtet. Diese Funktion ist nicht nur für PCs erhältlich. Das Kaspersky Total Security Multi-Device läuft bei mir nun seit 2 Monaten. Angeschafft habe ich mir das Abo für 1 Jahr mit 3 Geräten für knappe 70 Euro. Das sind weniger als 6 Euro im Monat. Die Installation und Einrichtung für den PC sowie für das Smartphone ist denkbar einfach und selbsterklärend, genauso wie die Erstellung des MyKaspersky Accounts. Die Software hat eine schön übersichtliche Benutzeroberfläche mit einer klaren Menüführung. Da ich meinen Rechner viel zum Spielen benutze, war für mich wichtig, dass der Rechner keine Leistung verliert. Kaspersky läuft im Hintergrund und beansprucht keine spürbare Leistung. Wenn man eine etwas langwierige Aktion durchführt, wie einen Virenscan, merkt man schon, wie die CPU hochgeht. Aber das lege ich dann zeitlich so, dass es eben nicht störend ist. Wirklich gut gefällt mir der Passwortmanager, da dadurch vieles vereinfacht wird, besonders wenn man auf vielen Plattformen mit immer unterschiedlichen Passwörtern angemeldet ist. Zur Effektivität kann ich nur so viel sagen, dass ich in der Zeit nichts eingeholt habe, weder auf dem Smartphone noch auf dem PC. Es ist einfach eine gute Investition, um den PC sowie das Smartphone zu schützen. Lieber präventiv handeln, als nachher zu spät dran zu sein. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.